Liebe Freunde, hier ist euer Steinwallen. Hier stehen wir noch im Lager der Dürrwäldischen Söldner, aber wir haben einen Plan. Wir wollen nordwärts ziehen, um die Stelga zu erledigen, damit die hier abhauen können. Mal gucken, ob wir mit denen zurechtkommen. Ich bin erstmal ganz optimistisch. Schleichen wir eigentlich? Nein, nur Walli schleicht. Was soll das denn bitte? Alle sollen mal. Schleichen jetzt alle? Ja, jetzt schleichen alle. Wir wollen uns doch anschleichen. So, noch sind keine Stelga in Sicht. Meinte er vielleicht direkt hier im Norden? Nee, wir gehen mal hier hoch. Gefleckter Stelga, tatsächlich. Hier sind welche. So, wir werden einfach mal nur mit unseren Fernkämpfern loslegen. Habe ich die jetzt richtig markiert? Wir machen es einzeln. Gehen wir auf Nummer sicher. Bleiben im Hinterhalt. Uiuiuiuiuiui. Alles klar. Das wird interessant, glaube ich. So, jetzt machen wir folgendes. Jetzt werden wir mit Walli mal was Überraschendes machen. Wir machen mal ein Verschlummern. Leider muss er da so weit gehen. Das ist natürlich doof. Ist das eigentlich nur gegen Feinde oder auch... Ja, nur gegen Feinde, dann ist es gut. Dann brauchen wir gar nicht so weit gehen, weil die kommen ja jetzt in die Nähe. Machen wir es hier hin. So, und du machst die Rüstung des Glaubens. Ja, und hier mit der könnten wir auch mal was Nettes machen. Nämlich mal Puppenspieler auf einen älteren Stelga. Da muss sie aber eine ganze Menge gehen. Versuchen wir es trotzdem. So, Palegina macht flammende Hingabe. Ne, sie macht... Oder macht sie eingeschworenen Feind? Ne, ist in Ordnung. So, und Eda geht einfach mal so munter in die Mitte. Und stellt sich der Dinge, die da kommen mögen. Achso, Sagani haben wir noch gar nicht. Die muss natürlich eine markierte Beute machen. Gut. Du greifst ihn an, versuchst ihn auch gleich zu erledigen. So, jetzt mal gucken, ob die Zauber wirken. Ja, leider. Oh ja, tatsächlich. Wir beherrschen sehr gut den älteren gefleckten Stelga. Wunderbar. Der greift ihn jetzt hier gleich. Kann er nicht mal bitte tun, was wir ihm sagen? Nee, er macht einfach nichts. Die anderen sind bewusstlos. Das ist auch so gewollt. Sehr schön. Dann machen wir mal einen Arkanangriff hinterher, um die vielleicht noch zu betäuben. So, die Rüstung hat schon mal gut geklappt. Dann kommt jetzt direkt nochmal das göttliche Mal hinterher gegen den. Ist das... Musst du da so nah rangehen? Ach so, okay. Okay. Die trauernde Mutter ist auch ziemlich nah dran. Itumak hat leider niedrige Ausdauer. Da müssen wir uns mal ein bisschen darum kümmern. Machen wir mal hier eine nekrotische Lanze. Und du ist für meinen Geschmack ein bisschen nah dran am Geschehen. So. Du schießt auf den. Warum steht ihr beide? Ach, der ist immer noch... Ah, nee. Doch, der ist immer noch bezaubert. Sehr schön. Aber jetzt ist der Gefleckte und der Ältere nicht mehr. Egal. Das ist nicht so dramatisch. So, Itumak ist bewusstlos. Das ist jetzt doof. Weil wir jetzt keinen weiteren Nahkämpfer... Doch, wir können Eda ran herholen. Sehr gut. Ach, den anderen haben wir schon erledigt. Und der kämpft an unserer Seite. Dann ist das jetzt eigentlich kein Ding mehr. Der ist schwer verletzt und... Ja, wo haut er denn jetzt hin an? Jetzt. Jetzt kommt er zurück, weil er gemerkt hat, wir sind seine Feinde. Okay, das haben wir ja ganz souverän gelöst. Oh, wir haben Levelausstieg. Wow, Walli. Gut, das machen wir natürlich wieder beim nächsten Mal. So, und unser Tagebuch ist aktualisiert. Das ist für mich ein Signal dafür, dass wir direkt eigentlich wieder zurückgehen können, um den Freunden dort Bescheid zu sagen, dass sie jetzt abhauen können.
So, ich hoffe, Sie haben in unserer Abwesenheit keinen Mist gemacht. Sobald ein Weg frei ist, gib uns Bescheid. Ja. So, ich habe den nördlichen Wald gesichert. Die Stelgar werden euch keine Schwierigkeiten machen. Esmar blinzelt und hebt überrascht die Augenbrauen. Alle? Die Falten um seine Augen herum vertiefen sich, als sein Lächeln größer wird. Der Hauptmann der Söldner blickt zu seinem Trupp. Hört ihr das, Männer? Der Weg nach Hause ist frei. Worauf wartet ihr? Sie jubeln voll neuer Hoffnung und marschieren los. Esmar hebt die Faust und schüttelt sie. Das Amulett tanzt, als wäre es zum Leben erweckt worden. Der Hauptmann nickt und wirft ihr einen letzten Blick zu, ehe er sich seinen Gefährten anschließt. Na los, haut ab nach Hause. Gut, sehr schön. Und jetzt gehen wir doch mal glatt zu den Glanfatanen und tun ganz unschuldig und sagen, die sind abgehauen gen Norden. Ich hoffe, sie nehmen uns die Geschichte jetzt ab. So, da sind sie. Ach, du Schreck, du hast den Söldner geholfen, Fremde. Nun werden wir den Makel, den du über dieses Land gebracht hast, reinwaschen. Och, Leute, warum? Ich dachte, och, Mensch, kann... ich dachte, ich könnte euch jetzt ein bisschen anlügen. Aber nein, ihr kriegt natürlich sowas voll mit. Ah, verdammt. Jetzt muss dieser Kampf geführt werden. Das wollte ich nur gerade vermeiden. Ach, das ist ärgerlich. Was hätte ich tun müssen, damit man das hätte vermeiden können? Ich weiß es nicht. Flammen der Hingabe. So, Walli macht jetzt nochmal das Gleiche. Wir versuchen das nochmal. Mit dem Einschlafen. Und zwar hier hinten hin. Durance beginnt wieder mit... Kann er noch nicht? Der macht da mal ein göttliches Mal hier hin. Und Sagani macht eine markierte Beute. Am besten ist eigentlich, wenn Eder den umhaut. So, haben wir da was zu tun? Ach, verdammt. Das ist natürlich jetzt doof, Sagani. Hat ja überhaupt nicht geklappt. Wo ist denn Itumak jetzt hin? Ich sehe ihn nicht. Ach da. Na gut, immerhin, das ist okay. Soll Itumak dann mal diesen Wildmann umhauen? Das ist soweit in Ordnung. Das hat hier ganz gut geklappt. Aber was ist mit Walli los? Walli ist verschreckt für 8,8 Sekunden. Die Trauer der Mutter liegt auch hier irgendwie am Boden. Aber die kann hier wenigstens was tun. Sie könnte Leiden unterdrücken bei Walli machen. Ich denke, das wäre eine wichtige Sache. So. Niedergestreckt und bewusstlos. Hervorragend. Die Säule hat wunderbar funktioniert. Ebenso wahrscheinlich der Schlafzauber. Ja. Dann hau mal rein. Sehr gut. Okay. So, Walli ist wieder am Start. Dann machen wir jetzt weiter mit einem Feuerball. Den wir direkt, ja wo eigentlich, nee, ich glaube Feuerball ist vielleicht doch versucht. Ich glaube, der Palagina wird nicht getroffen. Nein, das war gut platziert. Gut platziert. Eine nekrotische Lanze hinterher. Gegen wen? Gegen den. Sehr gut, der erste ist erledigt. Eder versucht nochmal. Er könnte auch mal eine Vertreibung machen. In die Richtung. Haut er vielleicht zwei um. Das ist der Plan. So, jetzt macht er mal hier weiter. Nein! Ach, verdammt. Das war jetzt ärgerlich. Jetzt habe ich aus Versehen den falschen Befehl gegeben. Palagina ist beherrscht. Das ist schlecht. Da muss die trauernde Mutter hier nochmal Leiden unterdrücken. Nee, ich sag mal trauernde Mutter. Wie heißt sie denn nicht? Ich vergesse immer den Namen. Doch, trauernde Mutter. Alles klar. Gut, Palagina ist wieder am Start. Dann gehen wir da hinten hin und machen mal eine Flamme der Hingabe. Eder bindet aber genug Leute. Das klappt ganz gut. Nee, Zaubermuslim nicht. Arkanangriff hier rein. Okay. So, dann versucht den nochmal niederzuschlagen.
Warum hat Palegina... Du sollst aufs Schwert gehen. Sehr gut. Das funktioniert. Dann lasst uns erstmal gemeinsam die erledigen. Die trauernde Mutter... Wally macht normale Fernkampfangriffe. Scheint alles im grünen Bereich zu sein. Ja. Der ist immer noch bewusstlos. Ich glaube, das geht in Ordnung. So, was ist mit dem los? Der ist jetzt von uns bezaubert. Sehr gut. Ja, perfekt, würde ich mal sagen. Zumindest was den Kampf betrifft. Die Sache an sich finde ich nicht so perfekt, wie es jetzt gelaufen ist. Warum greift ihn ja nicht an? Okay. Noch ein Feind. Ach ja, das werden... Ich hoffe, das wird nicht unter den Glamfatanen weitererzählt werden. Es tut mir irgendwie leid. Ich hätte die Sache doch lieber anders gelöst, aber... Ich habe mich hier wohl zu trottelig angestellt. Naja. Dann sacken wir mal das Zeug ein. Trotzdem. Was haben wir hier noch? Einen guten Jagdbogen. Okay. Gucken mal. Ich glaube... Ach nee, Sagani hat ja sowieso ihren Spezialbogen. Dann wird das wahrscheinlich nichts für uns sein. Ach Mensch. Bisschen ärgere ich mich jetzt doch darüber. Achso, hier hatten wir schon alles gecheckt. Nein. Hier oben können wir noch... Oh, was haben wir denn da für jemanden? Ein Waldlauerer. Gut, die kennen wir, glaube ich, auch schon. Zumindest sind wir denen nicht zum ersten Mal begegnet. So, ich gehe aber jetzt nochmal gen Süden, um dort der Dame dort, der Dürwälderin, die im Gebüsch versteckt war, jetzt zu berichten, wie das Ganze jetzt ausgegangen ist. Es gibt doch immer wieder so... Sache, wo das völlig anders läuft, als man sich das so vorgestellt hat. Und meistens nicht im Positiven anders. Naja, gut. So, Gwyneth. Gwyneth, die Hand halb in den Wellen ihrer widerspätzigen Haare vergraben, blickt dich ungläubig an, als du dich näherst. Du hast es geschafft! Ihre Grübchen umrahmen ein strahlendes Lächeln. Sie seufzt erleichtert und deutet mit dem Finger auf dich. Wir werden deinen Namen im ganzen Geschenk erklingen lassen. Jeder wird wissen, was du für uns getan hast. Das verspreche ich. Sie kratzt sich ihr gespaltenes Kinn mit ihrer freien Hand und mustert dich. Aber du verdienst mehr als nur Lob. Münzen, Waffen. Sie reibt ihre Finger aneinander. Oder wenn du mit materiellen Dingen nichts anfangen kannst, teile ich gern mein Können mit dir. Aha. Was heißt das denn? Ja, dann los. Das ist für uns, glaube ich, am wertvollsten. Ich möchte von dir lernen. Gwyneth nickt enthusiastisch. Ich hatte gehofft, dass du das sagst. Sie nimmt die Handschuhe ab und steckt sie in ihre Gesäßtasche. Wenn man so viel Zeit wie ich in den Ruinen verbringt, lernt man zuerst zuzuschlagen und ohne Vorwarnung. Sie hält ihren Panzerbrecher mit der Klinge parallel zum Boden vor sich hin. Effiziente Bewegung ist der Schlüssel zum Erfolg. Wally vom Stein hat Verliesläufe erhalten. Was ist denn das bitte? Okay. So, na gut. Die Sache haben wir zumindest erledigt. Und Kana hat seine Aufgabe ebenfalls erledigt. Aber wir gucken uns erstmal an, was bitte jetzt Verliesläufer ist. Sehen wir das hier unten irgendwo? Verliesläufer. Passiv. Okay. Grabräuber aus dem Dürwald haben einige Kniffe für das Herumschleichen alten egyptischen Ruinen entwickelt. Plus 1 Mechanik ist gut, plus 1 Heimlichkeit und plus 0,1 zum kritischen Schaden. Ja, warum nicht? Ist doch für Wally eigentlich richtig gut. Das heißt, er hat jetzt Mechanik 13. Wow, Wally, du bist unser Held. So, was ist hier bei Kana los gewesen? Das Lied der Weberin. Ich glaube, den Text haben wir schon gelesen. Genau, da ging es um diese Kleidung, wo man dachte, dass die Weberin
ertrunken ist, aber trotzdem so ähnliche Kleidung aufgetaucht ist. Und jetzt können wir mal rausbekommen, was Kana da gefunden hat. Kana stieß bei Nachforschung über Bonisettas Verbleib auf überraschenden Widerstand. Wer sie auch entführt hatte, er wollte ihren Aufenthaltsort um jeden Preis geheim halten. Auf Geheiß der Gräfin von Spirento versuchten valianische Kryptographen, die Fragmente von Bonisettas gewebten Botschaften zu entschlüsseln. Ihre Erkenntnisse leiteten sie an Kana weiter. Nach mehreren brutalen Kämpfen gegen gut ausgebildete Söldner erreichte Kana schließlich Bonisettas Gefängnis, ein Webhaus bei Gerara. Das valianische Textilunternehmen, das sie entführt hatte, wurde sofort aus allen valianischen Republiken verbannt, ob klein oder groß. Als Dank für ihre Rettung webte Bonisetta einen verzauberten Umhang, den Kana bei der Reise zurück nach Carnoir tragen sollte. Ja, sehr schön. Erfahrung, Geld und Gegenstände, nämlich dieses Ding hier. Das ist aber wirklich nett. Plus 30 Ausdauer und plus 3 Schaden. Wow, das ist der Hammer. Das ist super für Eder, denke ich mal. Also das müssen wir uns unbedingt anziehen. Wir kommen ja noch einmal zurück nach Carnoir. Sehr schön. Okay, Leute, ich muss mich einmal schnäuben. Wie gesagt, ist immer noch Heuschnupfenzeit. So, wieder da. Wir gehen hier, glaube ich, weiter, wo wir jetzt das schon so schön erkundet haben. Machen wir da weiter. Hier oben links wollte ich nochmal, oder nee, ich wollte mir noch überhaupt nochmal die Ruinen näher angucken. Vielleicht gibt es da ja auch noch was zu entdecken. Schleichen wir mal da hinein. Ja, tatsächlich. Da ist doch noch was. Naja, zumindest hier so eine Krüge. Opal, den haben wir da gelassen. Und das Geld auch. Das ist ein bisschen merkwürdig. Warum tun Söldner denn sowas? Ein unwahrscheinliches Söldnerverhalten. So, dann gehen wir jetzt nochmal da zum Schlachtfeld, wo wir uns mit den Stelgar geprügelt haben. Oh nein, wir können hier auch noch quer gehen. Oder zumindest hier noch die Scan-Knochen. Aha, und hier haben wir die Stelle. Oh, hier sehen wir vermutlich die Seele. Wir können dadurch rausbekommen, die Seele vielleicht dieses Mannes, der sich angeblich hier in den Wald zurückgezogen hat, des Glanfataners. Vielleicht können wir jetzt hier die Wahrheit herausbekommen. Sehr interessant. Aber erstmal... Erstmal, ich wollte gar nicht schnell, ich wollte im Gegenteil schleichen. Erstmal erkunden wir hier den hohen Norden und hier ist noch ein Stelgar, der übrig geblieben ist. Der Arme. Der wird jetzt einsam und alleine abgeschlachtet. Oh nee, da kommen noch andere zur Hilfe. Kriegen wir vielleicht so schnell fertig? Nein! Kannst du dich mal schnell bitte hier lösen aus der Angriffsbindung und den erledigen? Und jetzt mal bitte alle auf ihn. Ach, verdammt. Das hat nicht ganz geklappt. Das ist sehr ärgerlich. Er ist leicht verletzt, aber er ist benommen. Ich weiß nicht, ob das genügt. Du solltest dich hier lösen. Dann muss Eder sich eben mal lösen. Oder vielleicht kann er ihn heranziehen. Das wäre auch eine Möglichkeit. Oha. Da kommen ja jetzt noch richtig viele. Was haben wir hier nur getan? Na gut, dann machen wir mal wieder Folgendes. Wir versuchen die hinteren mal in einen Schlaf zu versetzen. Die können alle mal schön schlummern. Den haben wir tatsächlich erledigt schon. Okay, tatsächlich. Sie schlafen alle. Wunderbar. Und wenn wir dabei sind, dann knallen wir hier hinten auch noch direkt einen Feuerball rein. Jawohl. Sehr gut. So kann das gehen. Und damit haben wir schon geschafft. Prima. Das hat gut geklappt. Gut. Ja, wir sind hier am Oberlauf und das scheint möglicherweise der Ort zu sein,
Wir können mit dem sogar noch sprechen, mit der Seele von diesem Stelgar. Genau, denn auf dieser großen Jagd, da haben die ein besonders großes Exemplar dieses Stelgars gejagt. Und angeblich hat, wie gesagt, dieser von dem Underdog-Stamm die Jagd gewonnen und der andere hat sich so geschämt. Und das werden wir jetzt mal beim nächsten Mal herausbekommen, ob das die Wahrheit ist oder ob was anderes dort geschehen ist. Ich bin gespannt. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Euer Steinwall.